Liebe Geschwister, seid gegrüßt im Namen Joshua. Und zwar wollen wir natürlich wieder das Wort teilen, das lebendige Wort, das Wort von Joshua Mashiach. Herr, wir danken dir für diesen Moment. Heiliger Geist, führe uns. Heiliger Geist, lehre uns. Bereite uns vor Yahweh und stärke uns, Vater. Danke für diesen Moment. Im Namen Joshua haben wir gebetet. Amen. Mal kurz teilen, und zwar sind wir im Psalm 1 heute. Psalm 1, ab Vers 1. Steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust im Gesetz hat des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbechern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verwehrt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gesetzlosen oder der Gottlosen führt ins Verderben. Amen. Wir werden zusammen das Ganze analysieren und uns anschauen. Ab Vers 1 wieder. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wow. Das ist hart. In anderen Übersetzungen steht, glückselig ist der Mensch. Also für wohl dem, glückselig ist die Person, die nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Du hast dich entschieden, dem Herrn zu folgen. Du hast dich entschieden, deinem Leben Joshua zu geben. Du hast dich entschieden, die Werke der Finsternis zu verlassen, die Sünde zu verlassen und auf dem wahren Weg. Es gibt so einen einzigen Weg, der den Himmel bringt. Den Weg, den Joshua auch genommen hat. Du hast dich entschieden, diesen Weg nachzufolgen. Sehr gut. Aber du musst bewusst sein, dass du auf diesem Weg auch andere Menschen treffen wirst. Dass du unterwegs, auf dem Weg andere Menschen kennenlernen wirst, andere Menschen treffen wirst. Und verschiedene Arten von Menschen. Und hier werden wir ermahnt. Deswegen sollen wir wirklich sein Gesetz, sein Wort lieben. Denn das ist unser Navi, unser GPS, der uns in den Himmelreich bringen wird. Erinnert euch, oder kennt bestimmt jeder, aktuell gibt es diese ganzen neuen Navigationssysteme. Die sind immer up to date. Das heißt, wenn es Stau irgendwo gibt oder eine Sperre oder einen Unfall, er bietet dir automatisch eine Umleitung an. Amen? Alles ist in der Bibel drin. Unser GPS ist das Wort. Und das Wort und der Herr weiß ganz genau, auf deinem Weg gibt es da einen Unfall, gibt es da ein Problem, wird es da ein Problem geben. Deswegen hat er schon alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Und so sagt er zu uns, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Das heißt, die Gottlosen haben auch ihren Rat. Wenn die ihren Rat haben, dann heißt es, wir sollen nicht nach deren Rat wandeln, aber nach dem Rat vom Mashiach. Amen. Wer sind diese Gottlosen? Oder von wem spricht man hier? Die Bibel sagt zu uns, das Wort auf Hebräisch kommt von Rasha, also R-A-S-C-H-A, Rasha. Und bedeutet einfach so viel wie eine Person, die äußerlich zum Volk Elohims gehört. Und das Gesetz sogar kennt, der sich aber bewusst gegen das Gesetz lebt oder auflehnt. Also er kennt es. Man sagt, das ist ein Gesetzloser, das ist ein Krimineller. Ein Krimineller ist auch eine Person, die gegen das Gesetz lebt, gegen das Gesetz verstößt. Amen. Auf Französisch sagt man, le méchant, also der Böse. Aber der Böse ist nicht so klar. Auf Deutsch ist es wirklich klar. Eine Person, die gegen Elohims Gesetz lebt. Und da wird uns das ganz klar. Also wenn wir uns umschauen in unserem Umfeld, auf dem Weg, auf diesem Weg gehen ja eigentlich Leute, die meinen, die werden Christen. Amen? Die sich für Christus entschieden haben. Die entscheiden sich eigentlich für diesen Weg. Aber wenn wir uns umschauen mit Leuten, die wir manchmal wandeln, die meinen, die werden Christ. Die meinen, die würden ihn angenommen haben, finden wir viele Gesetzlose oder wie heißt das, Gottlosen.
Warum? Weil die das Gesetz kennen. Die kennen es, die hören es, die lesen es. Und ich sag mal, das sind Personen, die äußerlich zum Volk gehören. Und davon haben wir ganz viele, die nur äußerlich dazu gehören. Warum? Weil die im Chor sind. Warum? Weil die predigen. Warum? Weil die auf der Straße sind und evangelisieren mit großen Schildern. Äußerlich gehören die dazu. Die gehören zur Gruppe, die gehören zur Fürbitte-Gruppe, die gehören zum Chor, die gehören zu der Gruppe, die Essen für Obdachlose verteilen und so weiter und so fort. Äußerlich sind sie dabei. Aber gehorsam? Nein. Und diese Personen sind Gesetzlosen. Diese Person bezeichnet das Wort als Gesetzlose. Und mit denen sollen wir nicht wandeln. Halleluja. Es klingt zwar hart, aber die Wahrheit ist da, um uns zu retten und nicht um uns zu streicheln. Wir werden feststellen, dass es leider in vielen Gemeinden solche Personen gibt. Was will ich damit sagen? Dass wir die Besten sind, dass ich der Beste bin? Nein. Aber wir wollen einfach das Evangelium predigen, so wie es ist, ohne dazu zu führen, ohne davon wegzunehmen, so wie es ist. Bio. Amen. Und die Bibel sagt zu uns, wie sollen wir die Person nicht wandeln? Und wie wir feststellen, gibt es viele Personen, die meinen, dem Herrn Empfang zu haben, aber genauso leben. Die wissen, wir sollen nicht stehlen. Die tun es. Die wissen, wir sollen nicht Unzucht betreiben. Die tun es. Aber die singen im Chor. Die predigen sogar. Die evangelisieren. Die verteilen Essen im Namen des Herrn. Die tragen große Schilder, T-Shirts mit Namen von Joshua drauf. Jesus. Die zeigen angeblich Leuten den Weg, aber sie leben selbst nicht danach. Viel zu viele gibt es. Viel zu viele. Wir waren auch einige von denen. Wir waren der Gemeinde, wir waren der Kirche treu. Jeden Sonntag in der Gemeinde. Manchmal waren wir sogar pro Sonntag in mehreren Gemeinden. Also an einem Sonntag vielleicht in mehreren Gemeinden. Warum? Weil wir Musik gemacht haben. Und wir dachten, okay, das ist Gott. Das ist dem Herrn zu. Das reicht. Also wenn wir Musik machen, dann dienen wir dem Herrn. Wir dachten, damit haben wir unsere Arbeit getan. Wir saßen, haben es gehört, wenn überhaupt die Wahrheit gepredigt wurde. In einigen wird gar nicht die Wahrheit gepredigt, aber bei anderen wird sogar die Wahrheit gepredigt. Du sitzt da, du hörst es, aber setzt es nicht um. Und gibst dich damit zufrieden, präsent zu sein. Gibst dich damit zufrieden, gesungen zu haben. Gibst dich damit zufrieden, dein Instrument gespielt zu haben. Gibst dich damit zufrieden, deinen Dienst zu tun, zu dienen. Aber sein Wort leben, umsetzen, das machst du nicht und auch noch bewusst. Und wenn du so lebst, bist du ein Gottloser. Ohne Elohim. Ohne. Deswegen hat er gesagt, ihr liebt mich von eurem Mund bezeugt, dass er mich liebt, aber eure Herzen sind entfernt von mir, sagt der Herr. Halleluja. Mit den Personen sollen wir nicht wandeln, sagt uns das Wort. Noch auf dem Weg tritt mit Sündern. Das ist dieselbe Kategorie. Das ist einfach ein Synonym. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist auch einfach nur eine andere Kategorie. Das ist dieselbe Person. Die machen sich darüber lustig. Halleluja. Dann kurz schauen. Und zwar gehen wir das vertiefen. Schauen wir kurz im 1. Korinther. Im 1. Korinther. Kapitel 5. Kapitel 5. Ab Vers 9 steht drin: Ich habe euch den Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit Unzüchtigen dieser Welt. Dieser Welt überhaupt. Oder mit Habsüchtigen. Oder Räubern oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Was sagt er zu uns? Ja, es ist klar, wir sind im Licht. Wir haben den Herrn empfangen. Und er sagt zu uns, wir sollen mit solchen Personen keinen Umgang haben. Was heißt das, dass du dir deine eigene Insel erfinden sollst oder auf eine eigene Insel ziehen sollst? Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagt, du sollst mit den Personen, es ist klar, auf diese Welt ist voll von diesen Personen. Sehen wir, wir kommen ja von dort. Wir wurden ja gerettet.
Die Welt ist voll mit Unzüchtigen. Die Welt ist voll mit Rassisten. Die Welt ist voll mit Personen, die gegen das Gesetz leben. Aber wir sollen mit denen, wir sollen ja nicht unsere eigene Inseln erfinden. Ich habe mal jemanden kennengelernt, während wir ihn gesehen haben, hier in Stuttgart auf der Königstraße. Und er hat genau dasselbe gedacht. Er hat sich gewünscht, er meint zu mir, Bruder, also was ich mir wünsche, ist wirklich Land zu kaufen, dass alle Christen dorthin ziehen und ja, dass wir einfach weg sind von dieser Welt und ja, unser Ding machen. Dort leben, dort in Heiligkeit leben. Meinte ich, aber Bruder, du bist Antichrist. Meinte er mir, warum? Ja, meinte ich, der Herr hat gesagt, geht dorthin. Wir sind nicht von dieser Welt, klar. Wir sind zwar auf dieser Welt, sorry, aber wir kommen nicht von dieser Welt. Wir sind das Licht der Welt, um die Leute zu beleuchten, um denen auch den Weg zu zeigen. Aber wir sollen keinen Umgang haben, inwiefern, dass wir nicht sagen, okay, wir gründen unsere eigene Stadt. Nicht in dem Sinne. Was sonst müsstest du ja deine eigene Welt gründen. Ich habe zum Bruder gesagt, diese Stadt oder dieses Land, was du kaufen willst, das wäre Geldverschwendung, weil der Herr hat schon eine Stadt. Für die, die aushalten werden. Für die, die nach seinem Wort leben werden. Für die, die sein Wort umsetzen werden, hat er schon diese Stadt gegründet. Also wieso willst du Millionen suchen und dein Geld wegschmeißen? Weil diese Stadt gibt schon. Neue Jerusalem. Amen. Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennt. Aha. Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Nicht jeder ist ein Bruder. Der nennt sich auch Bruder. Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzdiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder Räuber ist, mit einem solchen sollt ihr nicht mal einmal essen. Halleluja. Von denen wird gesprochen. Von der Person, die gesetzlos ist, die das Gesetz kennt, aber sich mit Absicht gegen dieses Gesetz wendet. Mit denen sollen wir keinen Umgang haben. Keinen Umgang haben. Das ist hart. Aber so will es der Herr. Halleluja. So will er das. Der Herr sei gelobt. Und noch nicht mal einmal essen. Wow. Das ist nicht mein Wort. Das ist sein Wort. Sein Wort. Und da sehen wir, wie sentimental wir sind. Wie sentimental wir sind. Ah nein, was soll ich dem Bruder sagen? Wir kennen uns schon seit 20 Jahren, wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind zusammen zum Herrn gekommen. Aber du merkst, dass du es ernst nimmst, aber er nicht. Das Wort ist klar. Vers 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Die außerhalb der Gemeinde sind, die noch in der Welt sind, die gehen uns aktuell, also in diesem Moment nicht an. Was gehen uns an? Nix. Dass ich sie richten sollte. Wir sind nicht darum, diese Person zu richten. Weil wir kamen auch von dort. Der Herr hat uns seine Liebe bewiesen. Bevor wir sogar auf die Welt waren, ist Christus für uns ans Kreuz gegangen. Und deswegen sind wir nicht darum, diese Leute zu richten. Habt ihr nicht die zu richten, welche drinne sind. Wo drinne? Die Leute, die in der Gemeinde sind, die Leute, die meinen, in der Gemeinde zu sein. Amen. Die aber außerhalb sind, richtet Elohim. So tut den Bösen aus euren Mitten hinweg. Wir sollen das Böse, das Gottlose, was mitten uns ist, wegnehmen. Wegnehmen. Geschwister, lehrt uns diese Natur nicht. Wenn du einen Topf nimmst und einen Teller nimmst mit Früchten, mit 5 guten Äpfeln und nimmst einen faulen Apfel und legst ihn dazwischen. Obwohl die guten Äpfel im Mehrzahl sind, werden die aus dem faulen Apfel nicht einen guten Apfel machen. Aber dieser faule Apfel wird die anderen anstecken, auch kaputt machen, zum Verfaulen bringen. Und genauso ist es hier auch. Wir haben den Herrn empfangen, ja, aber wir sind keine Superman geworden, nein. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig. Halleluja.
Und er sagt, tut das Böse aus. Mitten uns, wo wir rausnehmen. Und da fängt das Problem an. Da fängt das Problem an. In wie vielen Gemeinden oder Gemeinschaften ist das Böse da? Aber die Leute, die predigen, trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Trauen sich nicht, Leuten die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Weil die Angst haben, wie werden die Personen reagieren. Ah, wenn ich ihm das sage, dann kommt er nicht mehr. Aber ist es sein Ziel, dass er kommt und sich da hinsetzt und sich nicht ändert? Nein! Was ist dein Ziel? Der Paulus sagte, wir lesen in Galater 1. Galater 1 lesen wir. Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Elohim zuliebe? Wem redest du zuliebe? Pastor, Evangelist, Apostel. Wem redest du zuliebe? Den Menschen oder Elohim? Den anscheinend Bruder oder Elohim? Gott. Wem? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Maschias. Wir wurden erkauft um einen großen Preis und wir sind jetzt Knecht Maschias. Wir sind da, um ihn zu repräsentieren. Bevor wir ihn außerhalb repräsentieren wollen, müssen wir erstmal drinnen ihn repräsentieren. Die komplette Wahrheit repräsentieren, die komplette Wahrheit predigen. Der Herr möchte, dass alle zu ihm zurückkommen. Und wie? Durch sein Wort. Was machen wir? Wir suchen uns das aus, was uns gefällt, was Leuten nicht verletzen würde, und predigen das. Warum? Weil wir volle Räume haben wollen. Volle Seele. Megachurch. Tausende von Mitgliedern. Tausende von angeblichen Brüdern und Schwestern. Aber die der Herr gar nicht erkennt. Gar nicht erkennt. Danke, Heiliger Geist. Wir lesen noch einen anderen Text. Er sagte, was bringt mir das, die ganze Welt zu gewinnen? Aber wenn ich meine Seele verliere, was bringt dir das? Wenn du den Leuten wohlgefällig bist, wenn die Leute zufrieden sind, die Leute klatschen. Ah nein, unser Pastor ist tolerant. Ah nein, unser Pastor, der ist nicht so hart. Nein, der Herr hat gesagt, ich bin nicht gekommen auf dieser Welt, um Frieden zu bringen, aber um das Schwert zu bringen. Ihr müsst wissen, Geschwister, auf diese Welt, die wird nicht besser, weil die wird immer schlimmer. Deswegen hat er gesagt, auf diese Welt wird er keinen Frieden mehr bringen. Aber er hat das neue Jerusalem schon gegründet. Da, wo es Frieden gibt, in Ewigkeit. Und das ist unser Ziel. Um da reinzukommen, müssen wir die Wahrheit kennen. Halleluja. Er sagt zu uns in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der zu dir sagt, Bruder, Bruder. Nicht jeder, der zu dir sagt, Schwester, Schwester. Nicht jeder, der ihn anruft, Herr, Herr. Nicht jeder wird in das Reich der Himmel eingehen. Warum? Aus dem Grund. Die kennen das Gesetz. Die lesen es. Ihm wird es gepredigt. Aber die wenden sich ab. Die wollen es nicht umsetzen. Aber die sind da. Äußerlich sehen die so aus, als wären die Kinder Elohims. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Amen. Du kannst Mitglied sein. Du kannst eine Unterschrift abgegeben haben. Du kannst im Chor sein. Du kannst predigen in den ganzen Nationen. Du kannst in die Gemeinde schlafen, 365 Tage, putzen, 365 Tage. Aber solange du das Wort nicht umsetzt, kommst du nicht rein. Nicht ich sage es, aber er sagt es. Du kommst nicht rein. Du spielst ein bisschen Pornografie, läufst den Frauen hinterher, läufst den Männern hinterher, ein bisschen Unzucht, hast eine schöne Stimme, singst. Alle Leute sagen, na, die hat Salbung. Michael Jackson hat auch Salbung gehabt. Wenn er gesungen hat, sind die Leute umgefallen. Aber die Salbung vom Satan. Halleluja. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Wer sagt zu ihm, Herr? Die Satanisten? Nein. Wer sagt zu ihm, Herr? Die Moslems? Nein. Wer sagt zu ihm, Herr? Die Leute, die meinen, die Christ sind. Die ihm angenommen haben. Aber er sagt, nicht jeder, der ihn anruft.
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Wer tut in seinem Namen Weissagen? Die Christen. Wer tut es im Namen Jeschua? Christen. Haben wir es nicht getan? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und so weiter. Und in deinem Namen evangelisiert. Und in deinem Namen gesungen. Und in deinem Namen Konzerte abgegeben. Und in deinem Namen Essen verteilt. Und so weiter und so fort. Für Leute gebetet. Dir gedient. Was sagt der Herr? Und dann werde ich ihnen bezeugen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Aha, dasselbe Wort. Ihr Gesetzlosen. Ihr Gottlosen. Warum? Ihr kanntet mein Wort. Ihr habt es gehört, ihr habt es gelesen. Aber ihr habt es nicht geliebt. Ihr habt es nicht umgesetzt. Amen. Der Herr möchte, dass wir uns verändern. Aber komplett. Komplett. Und zwar, letzter Vers, wie er uns sagt in Römer 12. Also ich lasse mich führen. Im Prinzip war alles anders vorbereitet, aber der Herr hat alles unter Kontrolle. Sei gelobt, Joshua. Römer 12. Römer, wo bist du? Römer 12. Was sagt er zu uns? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib darbringt als lebendiges, heiliges, Elohims wohlgefälliges Opfer. Dein Leben sollst du ihm opfern, zu 100%. Nicht zu 99,99%. Auch diese 0,01% will er haben. Zu 100% muss ihm dein Leben geben. Viele wollen den Dienst. Viele sind Aktivisten. Aber ihr Herz haben die nicht gegeben. Und das ist der große Fehler. Der Mann am Kreuz. An dem Tag, wo Joshua gekreuzigt waren die zu dritt. Einer hat ihn geleugnet und einer hat ihn angenommen. Was hat dieser Mann für Taten gemacht? Wen hat er evangelisiert? Wen hat er gepredigt? Wen hat er getauft? Nein, aber er hat ihm sein Herz gegeben. Das will der Herr von uns. Das will er von uns. Zu 100%. Amen. Was will ich damit sagen, dass wir nicht mehr singen sollen? Nein, aber wir sollen damit anfangen, ihm unser Herz zu geben. Und er wird uns führen. Er wird uns senden. Halleluja. Aber wir wollen erstmal den Dienst. Das sei euer vernünftiger, also wenn wir uns ihn opfern, das wird dann unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist der Dienst. Halleluja. Sein Wort ist wunderbar und das ist klar. Denn der wahre Dienst ist es, ihm dein Leben zu geben. Zu 100%. Du wusstest nicht, dass du gottlos warst. Jetzt weißt du es. Gib ihm dein Leben. Gib ihm dein Herz. Hör auf, ein Aktivist zu sein. Hör auf, ein Star zu sein. Es gibt nur einen Star. Joshua. Hör auf, zu predigen, ohne sein Wort umsetzen zu wollen. Hör auf damit. Denn er sieht dich. Denkst du, er ist blind? Der ist doch kein alter Mann, der schon schwache Augen hat und nicht mehr sehen kann. Nein, er sieht ganz klar, er sieht alles. Er kennt dich auswendig. Jeden Haar auf deinem Kopf kennt er. Wie viele Haare du hast, wie viele Haare von deinem Kopf gefallen sind, kennt er. Gebe ihm dein Herz. Gebe ihm dein Herz. Hör auf, ein Heuchler zu sein. Du kannst dich von Menschen kannst du so tun. Aber du kannst dich nicht belügen und vor allem ihn nicht. Denn er ist die Wahrheit. Er ist das Licht. Halleluja. Und Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wodurch? Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, damit wir, wenn wir erneuert sind, damit wir prüfen können, was der gute und der wohlgefällige und vollkommene Wille Elohims ist. Ah, du willst ihm dienen, fang an, dich zu opfern erstmal, zu verwandeln. Und er wird dir sagen, was sein Wille ist. Da müssen wir beginnen. Da müssen wir beginnen. Wir waren auch so gestern. Wir wussten es nicht, wir haben gespielt.
ganz Deutschland, ganz Europa Musik gemacht. Aber wir waren die größten Prostituierte. Ich spreche von mir. Ich war der größte Prostituierte in der Vergangenheit. Aber man hat mir das Evangelium präsentiert. Das Schwert. Er meinte, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, aber das Schwert. Um zu trennen die Bösen, das Böse mit dem Guten. Und ich hatte die Wahl. Mir wurde klar, das waren die bösen Taten, die ich tue. Das sind die Taten, die er von mir verlangt. Das ist der Weg. Aber ich musste mich entscheiden und alles hinter mir lassen. Alles. Auch die Gottlosen, auch die Heuchler, auch die Kumpels muss ich hinter mir lassen. Ich hasse sie nicht. Aber ich liebe sie umso mehr. Durch die wahre Liebe, die Liebe Elohims. Aber ich mache jetzt meinen Weg. Vielleicht werden die sich in 2 Jahren bekehren, aber ich wurde heute gerufen. Und deswegen werde ich heute antworten. Du wirst heute gerufen, dann antworte heute. Halleluja. Der Herr sei gelobt. Im Namen Joshua. Amen.